Ihr Lieben, da bin ich wieder. Wir haben uns wirklich ewig nicht mehr gesehen. Und ja, jetzt ist der ganze Stress vorbei und jetzt geht's bei mir weiter. Und zwar ist ja morgen Vatertag und ich dachte mir, ich mache eine Kleinigkeit, aber wir wollten brunchen und da habe ich mir überlegt, okay, schon wieder Cupcakes oder Muffins. Ich habe mir gedacht, wir machen heute einfach mal herzhafte Cupcakes. Gibt's ja auch. Und ja, ich zeige euch erstmal, was wir dazu brauchen, wie immer. Und zwar haben wir dann da 150 Gramm Joghurt. Also das sind alle Zutaten für den Teig. So. Dann habe ich da 60 Gramm Butter, weiche Butter. 2 Eier brauchen wir, eine Prise Salz, Prise Pfeffer. Dann haben wir Schinkenwürfelchen, 125 Gramm. Dann habe ich eine Zwiebel fein gehackt und dazu nochmal so 2-3 Knoblauchzehen. Dann haben wir da 180 Gramm Mehl, 150 Gramm geriebenen Käse. Ihr könnt, ich habe jetzt Gouda genommen, ihr könnt da nehmen, was ihr möchtet. Was habe ich noch vergessen? Einen halben Teelöffel Paprikapulver haben wir da drin in dem kleinen Gefäß. Und 2 Teelöffel Backpulver. Ja, genau. Dann können wir erstmal alles außer Butter, Eier und Joghurt zusammen vermengen. Also Zwiebeln, Schinkenwürfelchen. Dann haben wir da Mehl. Bin schon total gespannt, wie das schmecken wird. Ich mache das auch zum ersten Mal, herzhafte Cupcakes, also es bleibt spannend. Dann unser Käse. Dann haben wir Backpulver und ungarische Paprika natürlich. Die darf bei mir nie fehlen. Mit dem Salz ein bisschen sparsamer sein, weil wir haben ja schon Schinken. Die sind ja schon ein bisschen salziger. So, und etwas Pfeffer. Ein bisschen. So, genau. Und das einmal durchmixen. Dann können wir die Eier unser Joghurt, das ist einfach nur Naturjoghurt. Und unsere Butter zusammenmixen. Und dann können wir das Ganze hier dazugeben. Ups, ihr seht nichts. Sorry. Und unser Knethaken erledigt jetzt den Rest für uns. So, dann kann man die Masse auf die kleinen Muffinförmchen verteilen. Also es riecht echt lecker, muss ich sagen. Und die kommen dann bei 180 Grad für so circa 30 bis 35 Minuten in den Backofen. Kennt ihr das, wenn Metall auf Metall kommt? Ich kann das nicht hören. Deswegen arbeite ich immer mit Plastiklöffelchen. Ich kriege, oh, das ist wie Fingernägel auf der Tafel. Oh, das geht gar nicht. Oder auch wenn Metall an die Zähne klatscht. Boah, da bin ich wahnsinnig. Das geht nicht. Nämlich zu voll machen, sonst quillt euch das alles über. Und wir machen natürlich auch noch ein Topping drauf. So, jetzt können wir uns um unser Topping kümmern. Ich habe jetzt zwar 12 Cupcakes gebacken, aber ich habe nur ein bisschen Teig über gehabt. Deswegen ist noch eine Runde im Ofen gelandet. Und, ach so, ja.
Wir brauchen einmal 300 Gramm Frischkäse. Ihr könnt welche mit Kräutern nehmen. Wenn ihr welche mit Kräutern nehmt, achtet darauf, dass die Stückchen innen drin nicht zu grob sind, weil wir möchten das ja noch spritzen. Und wenn da zu große Stückchen drin sind, dann kriegt ihr das nicht so aus der Spritztülle raus. Also eine Packung Frischkäse kommt da rein. Dann ein Becher Creme Fraiche. Das sind 200 Gramm. Und dann ein bisschen Salz. Auch nicht mehr zu viel. Und ein bisschen Pfeffer. Hopsasa. Und mixen. Und das kann dann auf jeden Fall in den Kühlschrank, bis wir das brauchen. Ich packe die jetzt noch mal in ein Förmchen rein. Das kleben wir dann so. So etwas schwarz-weiß. Topping riecht aber echt sehr gut. Es ist auch gut fest geworden. Also ich glaube, mit dem Spritzen werden wir keine Probleme haben. Dann habe ich noch ein bisschen Schnittlauch geschnitten für die Deko. Da könnt ihr auch Petersilie nehmen, Frische oder was ihr gerade vielleicht auch noch zu Hause habt. Dann fülle ich mir das Topping jetzt hier in meine Tüte rein. Meine Spritztülle ist von Wilton, die M1. So, da packe ich das jetzt rein. Und jetzt können wir uns unser Häubchen spritzen. Ich fange immer außen an und gehe dann nach innen. Ich wollte auch nicht zu viel machen. Und wirklich eine kleine, feine Haube. Muss natürlich ein bisschen aufpassen mit den Kräutern. Wie gesagt, wie ihr seht, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Hakt das manchmal ein bisschen fest. Aber es geht. Ist nur ab und zu ein bisschen. Alle haben jetzt ein Häubchen gekriegt und jetzt gibt es noch etwas obendrauf. So. Ich bin echt gespannt, wie das schmecken wird. Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Tada, das sind die fertigen Cupcakes. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Also die Pause jetzt dazwischen wird nicht mehr so groß sein wie die letzte. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video.